Nach einem traumatischen Erlebnis kann das Leben sinnlos erscheinen. Im Sinne der Waagschale und des seelischen Gleichgewichtes ist es umso wichtiger, nun sinnvolle Tätigkeiten zu machen und wieder Sinn ins Leben zu bekommen. Dafür ist dies ein Beispiel. Wir wollen einen Topflappen herstellen, der dann in der Küche nützlich sein kann. Bei diesem Beispiel und dieser Technik kommen zwei neue Komponenten hinzu. Zum einen, dass wir den rein textilen Bereich verlassen und auch handwerklich tätig werden. Und zum anderen geht es um die Materialbeschaffung. Gerade heutzutage ist es mir wichtig, dass nicht immer neue Sachen produziert und gekauft werden. Hier ist jetzt verwendet recyceltes Material oder Upcycling aus alten T-Shirts. Die Nähte stören dabei, von daher schneide ich mir jetzt erstmal aus dem T-Shirt vorne und hinten diesen glatten Bereich heraus und runde gleich diese Ecken hier schon ab. Wenn ich dieses Stück rausgeschnitten habe, fange ich nun an, mir ein 1 bis 1,5 cm breites Band rauszuschneiden. Schneid nun immer im Kreis herum, um mir diese Bändchen herzustellen. Dann kann ich dieses Band ziehen und auf ein Knäuel wickeln. Wie man sieht, dauert es eine Weile, bis man wirklich ein ganzes Knäuel von dem Material zusammen hat. Das ist die eine Vorbereitung, die gemacht werden muss, und die andere Vorbereitung ist der Rahmenbau. Für den Rahmen wird ein Holzbrett in mindestens 23 x 23, 20 x 20 cm Größe zurechtgesägt. Und es ist schön, sich seinen Rahmen dann ein bisschen glatt zu schleifen. Der nächste Schritt ist, sich zu markieren, wo die Nägel eingesetzt werden. Das ist jetzt jeweils immer im Abstand von 1 cm. Mache ich mir die Markierungen auf mein Brett. Und das auf beiden Seiten. Und dann fange ich an, die Nägel einzuschlagen. So, nun sind alle 40 Nägel eingeschlagen und ich kann zeigen, wie der Rahmen bespannt wird. Ich fange an einer Ecke an und gehe nun immer zickzack um die gegenüberliegende Nägel. Die Fäden sind jetzt sehr eng gespannt, weil ein dichtes Gewebe entstehen soll für den Topflappen. So, der letzte Nagel wird wieder verknotet. Jetzt kann mit dem Weben begonnen werden. Ich schneide mir einen Faden ab. Und weil es so eng ist, ist es hilfreich, sich vorne eine Spitze dran zu machen. Ich kann entweder eine Haarnadel oder eine Sicherheitsnadel dafür nehmen. Ziehe das bis zum Anfang und schiebe nun das Band, das rote Band ganz nach unten. Und jetzt ist wieder wichtig, darauf zu achten, dass ich jetzt unten geendet habe und der letzte Faden nun oben drüber geht. Auch jetzt ist darauf zu achten, dass ich den roten Faden in einem Bogen laufen lasse, bevor ich ihn andrücke, damit es nicht zu eng zusammengezogen wird an den Seiten. So, nun geht mein Faden zu Ende.
mache ich die Nadel raus und fädel einen neuen Faden ein. Und als Übergang mache ich jetzt keinen Knoten, sondern lass die beiden Fäden einfach parallel laufen. Sprich, genauso oben und unten wie bisher. Ein kleines Stück, drei Fäden, läuft es jetzt doppelt. Und jetzt, wo der erste Faden zu Ende ist, kommt wieder automatisch das richtige Muster zusammen. Dadurch, dass es fest zusammengedrückt wird, haben beide Fäden Halt und ich kann dieses Restfädchen, was rausguckt, einfach abschneiden. Nun möchte ich den Abschluss zeigen. Am Ende wird es eng, da nehme ich dann lieber die Haarnadel als die Sicherheitsnadel. Und jetzt kann ich ganz einfach die Schlaufen über die Nägel heben. Die letzte und die erste Reihe ein bisschen locker ziehen. Diesen letzten Webfaden kann ich jetzt gemeinsam mit dem Anfangsfaden verknoten. Ups. Abgeschnitten und dann habe ich schon einen Topflappen mit Aufhänger. Jetzt haben wir aus zwei alten T-Shirts einen neuen brauchbaren Topflappen gemacht. Der Rahmen ist so stabil, dass ich den gleich wieder verwenden kann. Meistens braucht man ja zwei Topflappen. Wenn ich eine große Gruppe Kinder habe, ist es auch möglich, dieses Projekt zu zweit zu machen, dass jeder eine Reihe Nägel einschlägt und man sich dann beim Weben gegenüber sitzt und jeder von einer Seite anfängt und man gemeinsam einen Topflappen oder einen anderen Ausgangsgegenstand herstellen kann.